verprügeln und Polizisten, die sich nicht mögen, erinnert mich irgendwie an GTA. Die ich nicht mögen, erinnert mich irgendwie an GTA. Oh Mann. Ich suche gerade irgendwie eine Einstellung, wo man einstellen kann, dass der beim Fast Forward nicht die Musik wiedergibt, aber ich glaube, das gibt's ja nicht. Naja, egal. So. Ah, hier ist noch ein Mülleimer. Kennt ihr Fruit Juice? Ja, der Fruchtsaft, der kann ja nicht mehr besonders gut sein, wenn der schon tagelang in der Mülltonne liegt. Naja, ich nehme trotzdem mit. Mein, der Hamburger, den man da aufgesammelt hat, Müll, der muss ja auch noch gerade lecker schmecken, ne? Kommt mal wieder Gegner wie spawnen. Ja, von hinten, du Scheißköter. Und er heult einfach nur. Ja, komm, Alter, wer ist dann so lange nicht getroffen? Das gibt's doch nicht. Ja, komm, du blöde Krähe. So, Insta-Death. Ah, verpiss dich mit deinen Scheiß-Cookies. Nein, ich will nix. Ja, weg damit. So. Ach, da haben meine Gegner. Leck, zu viele Sprites. So. Geben 13 Erfahrungspunkte. Oh, hier haben wir eine Bäckerei. Eine Weihnachtsbäckerei. Ach ja. I'm a story of the creature from the vegetable soup. But I want, because I don't want to bother you with a story that has nothing to do with your adventure. Yeah. If I keep talking about unrelated stuff, you might start ignoring important messages. It's important for you to talk to people. Also, a person might give you a different message depending on when to speak to them. Thank you for taking the time to talk to me again. Ah! So, you see what I mean? It's important to take time out to talk with many people. Ja, du meinst. Hello, may I help you? Lucky Sandwich. Alter, ist das teuer. 128 Dollar. Das ist das Ding. Das ist eine Besonderheit. Wenn man das isst, dann ist das zufällig, was das macht. Glaube ich. Oder zufällig, wie viel Zeit oder so. Also, es kann haufenweise heilen, es kann man auch wenig heilen. It seems like every bakery has been making lucky sandwiches these days. They are kind of like fortune cookies, expect you can win stuff. Oh yeah, and it's a sandwich. Okay, so maybe it's not like a fortune cookie. Anyway, the best thing that can happen is recover PP. I just wish I knew what PP was. Ah, genau, das war's. I like cottage cheese on bread. Was ist denn Cottage Cheese? Ey, Cottage sind doch Ziegen, oder? Ziegenkäse und auf Brot. Ja, lecker. You haven't tried it? It's the latest craze in culinary circles. Ah, du meinst. So. Oh, ich habe mir die Polizeischutze unterwegs, aber ich jetzt auch nicht hin. Ich hätte gerne noch ein paar Gegner. Spiel. Genau, geht doch. Der Level Gegner und keine. Oh, zwei Gegner, ja toll. Ich habe auch keinen AOE-Angriff, das finde ich nicht toll. Lass mal auf Viecher zu rufen, ey. Level 7, yeah. Offense 1, Defense 1, Vitality 1, IQ 1, Luck 1, Maximum HP 14, PP 3. Oh yeah. Das ist geil. Das ist richtig geil. Das ist der, was sich so gelohnt. Yeah. Jetzt haben wir 75 HP. Hab ich recht, dass. Level 7, keine Ahnung, 301 XP. Was soll ich probier's? Kann nicht mehr passieren, außer dass ich eine auf die Fresse bekomme vom Gegner, vom Boss. Von daher. So. Coole Musik übrigens. It was you! You bit up my buddy, didn't you? You better just beat it. Wortspiele. Hallo und tschüss. Hamburger. Nom 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 nom. Ja, ich würde gerne einen scheiß Keks wegschmeißen. Weg damit. So, ja. Du. So. Hallo Typ. You sound like a real Reiner to me. Don't get lippy or I'll kick your butt. Wie du meinst. Hey Kid, you want to become a member? Wollen wir beitreten? Den Typen. Fertig. Jo.
Come back after you finish Earthbound. Und rate mal, was wir machen, was wir nicht machen können. Das Spiel durchspielen, wenn wir die nicht besiegen. Also. Nein. Don't be such a snob. Er hat die Fresse. Komischer Yes Man Junior, weg mit dir. Du, Bag of Rice. Ja, ich würde gerne einen Cookie wegschmeißen. Ich hatte noch nie Pommes Fritz. Ich weiß nicht, wie viel haben die denn? Bag of Rice. Harap. Wenn eben im Kraft Award 24 HP. Oh, naja, ist ja nicht allzu viel, aber na gut. Ja, bleib stehen. Achso, das ist der Typ. Ja. Du, bla bla bla. Gone, don't get lippy. Tell you the truth, I like drinking tea and eating fresh vegetables, but that doesn't fit my super cool image. I guess I just have to accept this about myself. Ja, du meinst. Frank has incredible power, has an incredible and powerful weapon. If you get your hands on it, I bet you can stand against any enemy. When you buy an item that should be equipped, do you bother to actually equip it? I got a hand to my own enemy. I'm such a rocking dude. I have totally confidence in my own abilities. Obviously. Keine Ahnung. So, are you ready to get it on? Was? Are you ready to get it on, Spanky? Ich weiß nicht, was Spanky heißt. Skatepunk. Du. Haha, hast nicht getroffen. Arschloch. Aua. 6 HP, naja, das geht ja noch. Du. Und tschüss. Noch ein relativ Schaden, das gefällt mir. Ja, relativ gute Waffen, von daher. So, was sagst du, Typ? Spit. Achso. Oder so ähnlich. Saliva. Do you want some gun? Get your own twit. Ja, ich will eigentlich keinen Kaugummi haben. Ich habe gerade schon wieder aus dem vorgeschult. So, Boss Time. Das wird jetzt lustig. Ja, speichern ist scheißegal, wenn wir sterben, dann finden wir eh nur die Hälfte Geld. Und wir haben sowieso nicht allzu viel Geld bei mir. Bei uns. Von daher. Dot. I'm Frank. You are? Come on. Can't you at least say your name? Okay. Komm hier hin, eine Schläfern. Du, come out swimming. Ouch. Du. Oh, er schläft. Sehr gut. Ja, wow. Was für ein scheiß Runde. Ich will jetzt keinen PP verschwenden. Ich brauche den noch zum Heilen. 22 Schaden. Aua. Man wirft ihn mit Messern um sich, du Arsch. Aua, ich bin tot. Ja. Also, es gibt übrigens noch eine interessante Info. Wir planen jetzt demnächst, also in den nächsten 2 bis 3 Monaten wird das wahrscheinlich umgesetzt, ein neues Special, was wir hier auf dem Kanal einbauen werden. Und zwar werden wir jeden Monat eine Art Nachrichtenshow einrichten. Und zwar, ich habe mir damals extra dafür das Programm FaceRig besorgt. Falls du mal Lust hast, kannst du mal nach googeln, was das ist. Das ist ein geiles Programm. Wenn der auch noch da ist. Der hat seit geraumer Zeit nichts mehr geschrieben. Ich muss mal kurz auf die Viewerlist gucken. Ja doch, er ist noch da. Und werden so eine Art Nachrichtenshow einrichten. Das heißt, mit diesem Facebook-Charakter, wenn man entsprechend so, ja, wie N24 oder sagen wir mal leichter gesagt, wie die Tagesschau ein 20-minütiges Video machen, was so die lustigsten Szenen so aus dem letzten Monat ja, gegeben hat, was sich das angereimt hat, Versprecher, lustige Situationen, lustige Szenen aus Spielen, was es Neues gibt. Im Grunde eigentlich das, was das Bippe auch gerade macht, ein Best-of. Ja, so eine Art Best-of, nur monatlich, halt wirklich so aufgemacht. Doch, bin noch da. Jo, okay.
Ich glaube, ich werde doch noch ein bisschen leveln, weil ganz ehrlich, den tue ich mir nicht an, den Typen, den Level. Auf jeden Fall ist das so eine Idee und ich will aber noch ein bisschen was weiter planen. Pizza! Eine Pizza? Der hatte ich ja noch nie, glaube ich. Jedenfalls hier noch nie. Mal gucken, was die Pizza macht. Kannst weiter erzählen. Und das soll so ein bisschen ausgebaut werden und dafür dann auch Wow! Oh mein Gott! werde ich mir noch ein bisschen was ausdenken so. Guck mal, wie viel maximal wir HP haben. Ja. Alter, coole Format-Idee. Format. Aha, ja. Format. Format. Ja, nicht schlecht. Damit sterbe ich jetzt nicht. Also FaceRig ist ein, falls ihr das nicht sagt, FaceRig ist ein Programm, du hast eine Webcam, die richtest du auf dein Gesicht und dann kannst du im Programm kannst du dir ein Avatar auswählen und der Computer überträgt deine Gesichtsmimik, deine reale Gesichtsmimik 1 zu 1 live auf den virtuellen Charakter. Augenzwinkern, Grinsen, Mundbewegung, Maulbewegung, wie auch immer. Da gibt es verschiedene Charaktere. Maulbewegungen, aha. Ja, da gibt es den Werwolf, den Androwolf, den Seraphim, den Mönch, den Soldaten, den Drachen und dann Octotet, wie das Vieh heißt, ist auch so ein Octodad. Spiel. Octodad meinst du, oder was? Ja, gibt es da auch mittlerweile. Wie gesagt, das ist saugeil und das kann man dann aufnehmen mit einem Greenscreen und kann das dann zusammenschaufeln und dann hat man Ach Ende. du Scheiße! Ja. Oh oh, wie überlebe ich das? Und ich bin am überlegen, ob ich Oh, der Gehalt, Alter. ich bin am überlegen, ob ich Glenn das Programm auch besorge und eine Ich bin Webcam. tot. Dann kann er einen eigenen Charakter aufnehmen, kann mir das Video zuschicken und ich kann die dann nebeneinander setzen, so als wenn zwei Nachrichtensprecher nebeneinander sitzen. Und das Programm wird auch als weiterentwickelt. Das heißt, er kann mir später ein Video von sich Ja, stimmt, schicken. mit deinem Programm. Es regt mich gerade auf, dass sie jetzt schon wieder gestorben sind. Ich glaube, PewDiePie hat mal ein Video dazu gemacht. Kann sein. Das kann sein, ja. Oh Gott, haben wir jetzt viel Geld. Ich glaube, das wird so ein bisschen so ein Fail-Stream hier wieder mit Mama, wenn ich sehr oft sterben werde. Alter, ich bin doch bei Let's Play nicht so oft gestorben, ey. Bei dem Typen. Andererseits habe ich auch hier in dem Gebiet dann gelevelt und ich will das jetzt nicht unbedingt. 157 EP, das dauert zu lange hier zu leveln mit den Pups-Gegnern. Na, ein EP für so eine scheiß Schlange, da kommen wir jetzt hier weiter. Ich level so lange. Wenn ich nicht schon wieder sterbe. Hallo, du weißt doch. Förti, Was denn? dann du musst doch weiter erzählen, oder nicht? Auf jeden Fall, wenn man da noch ein bisschen was zusammenfriemeln. Und da ich ja sowieso das Jahr viel Zeit habe. Abgesehen davon, dass ich einen Haufen Geld für die Charakterzeichnung ausgebe. Ja, mal sehen, was dabei rumkommt. Ich noch einen Cookie hier. Vielleicht finden sich dadurch auch noch ein, zwei Leute, die da ein bisschen mitmachen wollen. Ich glaube nicht. Justin fliegt sowieso wahrscheinlich, wenn er sich nicht meldet, Februar, Ende Februar raus, weil ganz ehrlich, er hat es in den letzten paar Monaten nichts gemacht. Und bevor der Stream hier online kommt, ist das sowieso wahrscheinlich schon nichts geschehen, also kann ich das sowieso jetzt erzählen. Justin, der hat mir damals von Tristran Let's Play LP und der hat Outlast eine Folge aufgenommen, hat ein paar Indie-Horror-Sachen gemacht, hat vielleicht zwei, drei Creepypastas gemacht oder so vorgelesen und das war's dann auch schon. Mehr hat er nicht gemacht und hat sich seitdem nicht mehr, ich bin gleich schon wieder tot, gemeldet, videotechnisch. Und sowas ist einfach unter aller Kanone, meiner Meinung nach. Da sollte man nicht machen. Also entweder steht man zu was und wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Oder man sagt von vornherein hier, ich versuch's, aber geht davon aus, dass ich nicht schaffe. Aber dieses, ich melde mich und dann doch nicht machen,
Das macht man einmal, das macht man zweimal. Und wenn du danach sagst, ja, ich mach was, dann sag ich, ja, und morgen kommt der Weihnachts.